Herzlich willkommen. A warm welcome. I'm Alexandra, I teach NIA, and with these videos, I show you how to integrate the 52 NIA moves into your life. Ich bin Alexandra, unterrichte NIA und mit diesen Videos zeige ich dir, wie du die 52 NIA-Bewegungen in dein Leben integrieren kannst. Unsere heutige Bewegung ist Ball of Foot. Today's move is ball of foot. So we press down the ball of the foot, the front part, and also stretch the toes, make them long and also spread them like a fan. So wir strecken unsere Zehen nach vorne und auch spreizen sie, um wirklich eine recht breite Basis zu haben. Du kannst es mit Gewicht machen oder ohne, so mehr oder weniger ohne Gewicht, so without weight or with full weight. And then I can exhale to balance. So ausatmen für die Balance. And yeah, where do I need ball of foot? If I want to reach high, wenn ich von oben etwas holen möchte oder nach oben etwas tun möchte, brauche ich Ball of Foot für High Heels. Du kannst auch mit Ball of Foot die Treppen hochsteigen, wenn du nicht ganzen Fuß verwenden willst oder wenn es kalt ist oder du leise sein möchtest. Das sind so die typischen Situationen. So you can use ball of foot also for climbing the stairs in case you don't use whole foot. Maybe you want to swap sometimes. And then, yeah, maybe if you want to be silent or if the floor is very cold. And interestingly, us humans usually start walking with ball of foot. Es ist ganz spannend, wenn Kinder gehen lernen, machen sie das meistens erst auf Fußspitzen. Dazu ein andermal mehr. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du findest mehr auf nianow.com oder nia-san.de. I hope you liked it and yeah, you can find more on nianow.com or nia-san.de. See you soon. Bye!